Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sons of the Forest. Hallöchen. Skulder ist natürlich wieder live, deswegen eine zweite Anmoderation gerade gewesen. Und ja, wie ihr seht, jetzt ist ein bisschen, ich weiß noch nicht, wie ich mich entscheide. Die Folge 3, 4 und 5 gab es ein kleines technisches Fehler. Bei den Aufnahmen. Jetzt ist die Frage, ob ich den Stream vom Skull hochlade und als Folge 3 deklariere oder ob ich es einfach lasse und einfach direkt hier anschließe. Dann habt ihr verpasst, wie wir hier die paar Hütchen gebaut haben. Ist eigentlich nichts Besonderes. Wir haben eigentlich nur Holz geholt und ja, vieles nicht passiert in den drei Folgen. Ja. Deswegen kann es halt sein, dass die jetzt direkt im Anschluss kommt und ja. Wir haben hier ein bisschen was ausprobiert. Wie gesagt, wir haben hier so ein Trockengestell hingemacht. Das ist mit Pflanzen, da habe ich ein paar Samen reingetan. Auch nicht viel passiert. Ein Schulhammer gebaut, weil wir haufenweise Knochen haben, weil wir durchgehend angegriffen werden. Ja, hier haben wir ein paar. Bisschen übertrieben vielleicht mit diesen Totendingern. Aber die sind auch sehr penetrant, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Ja. Mal gucken, wie wir es machen. Ich glaube, dass ich sogar die einfach direkt hochladen werde, weil wenn ich den Twitch-Stream auf YouTube hinziehe und dann veröffentliche, ist die Qualität auch nicht so geil. Sie reicht zwar theoretisch aus, aber ich habe es hochgeladen, aber nicht veröffentlicht. Vielleicht mache ich es ja noch irgendwann mal, aber erstmal will ich gute Qualität haben und deswegen werde ich die wahrscheinlich direkt dran setzen. Also, wie gesagt, nicht viel passiert, bis auf die Hütte. Da drin haben wir ein Bett zum Speichern und zum Schlafen. Mehr ist nicht passiert. Achso, lol, du hast ja da oben so eine Lampe gebaut, das sehe ich jetzt erst. Zumindest bin ich gerade dabei, ja. Ich habe mir mein Zeug auch reingeschmissen. Ja. Nehmen wir mal raus. Sehr eng da drin. Minimalst. Und ja, wir wollten jetzt eigentlich, was wollte man jetzt so richtig machen? Wir waren gerade ein bisschen am... Achso, könnte ich jetzt deine Hütte noch hier fertig bauen? Zweites Bett? Also, so ein, vielleicht noch nice to have. Ui. Langfristig natürlich so eine Mini-Palisade außenrum. Ja, genau. Genau, ich glaube, ich mach mal so eine. Ah, wollten wir nicht zum Strand und eine Schildkröte mal so? Ja, genau, Strand. Das machen wir gleich, weil ich habe noch. Warte, ein bisschen Futter. Ich mach mir jetzt Feuer an. Achso, lol, da liegt hier was drin. Moment. Ich hab sogar das eine Ding getroffen. Ich esse es jetzt einfach direkt. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt gut ist. Ich glaube aber schon. Sieht ja gut aus. Oh nein, und da kommen sie schon wieder. Ja. Die kleinen lästigen Mother-Kinder hier. Ich wollte eigentlich gerade eben Falle craften. Wie ging das denn? Federn. Alter, fuck man, die haben ein Angriffsding. Ich krieg kaum einen Hit, ne? Und die treffen mich durchgehend. Genau in der Sekunde, wo ich immer schlag, greift er mich auch an. Ich bin wieder durch. Ich schaff's gegen einen nicht. Ich kapier diesen Kampfding nicht in dem Game. Ich bin da so schlecht drin. Nee, noch nicht tot, oder? Nee, noch nicht, aber fast. Roter Bildschirm wieder hier. Ich bin so mies, ein Viech und jedes Mal, genau, ich habe die ganze Zeit geblockt, nichts passiert. Genau in der Sekunde, wo ich schlag, greift er mich an. Springt er mich an. Block ich wieder, ne? Genau in der hundertstel Sekunde, wo ich denke, ja okay, jetzt greifst du doch nochmal an, springt er mich wieder an. Es ist ein bisschen lästig, muss ich zugeben. So, wir wollten das mal ausprobieren, dass der hier... Hallo, stehst du mal auf? Ich habe noch diese Lederbeutel. Hol, Stämme und Behälter füllen. Okay, er holt Stämme und tut Behälter füllen. Eine Auster. Lol, die bringt ein. Die bringt ein. Lebendiges. Wir wollten ein lebendiges Eichhörnchen bringen. Was rennst du wieder weg? Ich habe doch meine Waffe weggesteckt. Also, das kapiere ich noch nicht so ganz. Die rennt irgendwie immer willkürlich weg. Wie viele Pfeile habe ich denn jetzt? Wo wird es denn angezeigt? Wo sind die Pfeile? Boah, irgendwie das Inventar da, das mit dieser Maus da rumgehen. Ja, das bin ich auch nicht so mit dem. Wenn es wenigstens WASD wäre, ne? Ah, das sind die Pfeile. Wie viele habe ich denn? Acht Pfeile. Okay. Was sind denn die Pfeile? Ganz oben im Koffer, im rechten Koffer.
Ach, da oben. Ach, lol. Armbrustbolzen, noch so nice. Habe ich. Oh, was leckt sie denn? Pfeile. Was hat sie dann gelegt? Oh, die hat Eichhörnchen dahin gelegt. Ja, gut, das hat sie vorne in der Hand gehabt, genau. Nice, hatte ich gleich was zu essen. Nice. Warum ist denn der gehittert? Was soll denn das? Na, ich habe da gerade so ein Viech gehört. Hol Stämme und. Nein, nicht mir geben. Oh nein, 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 das wollte ich nicht. Ah, oh, shit. Ah, lol, die hockt sich ja auch in den Stuhl. Nein, bleib mal stehen. Der Knochen hier Hol, ist ein bisschen einschränkend. Stämme und Behälter füllen. Hol Stämme und Behälter füllen, okay, mein Freund. So, ich habe Ihnen das gesagt, wir könnten jetzt einfach mal. Let's go, einfach mal Richtung. Ja, ich hab's ihm vorhin auch schon gegeben, aber anscheinend hat er bis jetzt immer nichts gefunden. Zum Strand. Wir wollten zu welchem Strand? Ich weiß es nicht. Warte, ich krieg noch ganz kurz nochmal was. Oh, das diesen ist. Strand wollten wir, ne? In diese Richtung. Mhm. Hm? Nee, ich hab gerade die Frau aufgemacht. Du wirst schon wieder angegriffen. Es wird gerade dunkel, wollen wir vielleicht erst mal schlafen? Alter Mann, es ist doch. Ey, das. Da entscheide ich mich einmal nicht blocken zu ihm zu rennen und direkt anzugreifen, hittet er mich wieder! Oh. Schlaf jetzt. So, lol. Okay, irgendwie schafft er es, keine Baumstämme mehr zu holen. Ah, oh, shit. Oder macht er weiter? Wenn ich jetzt. Warum macht. Wieso? Wie, was wurde wieder angegriffen oder was? Ja, da war schon wieder tot. Oh. In dem Gegenstand, nein, hol. Ja, das machen wir morgen früh. Lass uns erst schlafen. Löffeln. So. Du arbeitest die Nacht durch, Capran. Schön, dass die Tür so richtig schön rumbackt. Ich komme hier nicht zum Bett. Ah doch, jetzt komme ich. Wunderschön. Und ich habe schon wieder Hunger. Ich habe wieder Dusch. Ist es gefüllt? Nein, natürlich nicht. Schade. Das ist alles roh, ne? Kann ich das, wenn ich das jetzt. Ich nehme mal zwei Dinger, das ist eigentlich auch ganz cool, weil dann kann ich sie einfach anmachen und drauflegen. Man muss ja nicht unbedingt trocknen, man kann es ja auch direkt runterheben und dann einfach drauflegen. Ich weiß halt nicht, also wenn dann. Jetzt, wenn wir jetzt theoretisch schon im Herbst sind, muss der theoretisch auch der Winter kommen. Ich weiß jetzt nicht mit den Vorräten, ob wir. Eine gewisse Portion Vorräte doch irgendwie. Ups. Ups, ja, so viel zu Vorräten. Lol, wie viel brätst du denn? War alles in meinem Inventar. Oh. Zwei, deswegen ist sie wieder hinhängen können. Du kannst wieder welche runternehmen. Kann man die einfach. Oh, lol, achso, stimmt, man kann sie einfach wieder nehmen. Ach, verdammte Axt. Dann hänge ich die wieder hin. Eins, zwei, drei. Oh, okay. Das hast du wieder. Alles andere ist fertig. Und das andere auch. Nice. So. Genau, dann. Also ich glaube, erst ein Fleisch habe ich jetzt noch. Und dann gehe ich. Bist du komplett voll? Ja, da fehlt mir nur so ein bisschen. Was hast denn hier Schönes? Hm? Zeig mal her den Aal. Wie kann ich das eigentlich von der nehmen? Gar nicht, oder? Also, ich muss echt warten, bis es fallen lässt, oder? Die legt es dann hin. Und dann kann ich es nehmen. Danke dir, mein Schatz. So. Do you checken? Was checken? Dass er Bäume holen soll. Boah, das bewegt sich nicht irgendwie. Naja. Dann halt nieder. Guckt er sich jetzt neben dir? Will er ein bisschen flirten hier oder was? Ihr seid brav, solange wir weg sind, ja? Ich will einfach kein dreibeiniges Kind haben, du, ne? Kelvin. Hallo? Ich hab dir gesagt, du sollst Bäume holen. Ja, nicht durchs Feuer laufen, Vollidiot. Geht er jetzt? Verpiss dich. Nein, du hockst dich da jetzt nicht. Nein. Der Typ.
Meine Güte, wie geil. Oder muss ich doch irgendwie Pause machen? Kann ich vielleicht nicht mehr durcharbeiten? Ja, komm, lass ihn einfach. Scheiß drauf. Probier's jetzt noch einmal. Nein, komm. Ich geh mal was trinken und dann können wir losrennen. Die Wasserstelle, die ist cool. Es geht ja doch wieder. Aber vielleicht hol jetzt doch Baumstämme. Die Wasserstelle hier ist echt sehr hilfreich, muss ich zugeben. Aber eigentlich ist das Todesurteil, ne? Was wir hier machen. Also in echt wäre das Katastrophe. Weil das langfristig nicht... wahrscheinlich schon, ja. Nee, aber auch kurzfristig kann das super, super gefährlich sein, weil es ist ja ein stehendes Gewässer, was wir hier saufen. Wenn du aus, wenn du aus Lauf, also aus fließendes Gewässer trinkst, kann man mal machen, kann trotzdem natürlich nicht so geil sein, kannst du trotzdem Magenprobleme kriegen. Aber bei stehenden Gewässer, das ist eigentlich so gut wie denn. Wenn du verstehst. Oh, er holt Baumstämme, sehr nice, da können wir los. Jo. Andere Richtung, mein Freund. Wo rennst du hin? Oder? In welche? Da hoch, oder? Ach, da hoch, okay. Also. Ja, unten waren wir ja schon. Okay, dann laufen wir hoch, ja. Alles klar. So, dann nehme ich aber erstmal hier, warte, I und dann nehme ich wieder meinen. Oh, ist das schön. Oh. Also wenn das jetzt funktioniert. Oh, das ist ein Träumchen. Ja, echt cool. Schade, dass wir gestern das irgendwie nicht hinbekommen haben. Ja. Komm, ich esse noch die Blaubeeren hier und dann bin ich definitiv voll hier. Bei mir hängen da gar keine. So eine Bescheid. Das habe ich aber auch oft. Das ist bei mir gar keine hängen, obwohl. Das war im ersten Teil auch schon so, dass es das ein bisschen asynchron war. Ja. Oh, hier ist irgendein Kistchen. Schrotpatrone. Was? Nehme ich mit. Ich meine, so ein paar Mini-Ruckler habe ich schon noch, aber hast du wahrscheinlich auch, oder? Immer so Mini-Ruckler. Ich glaube, die hatte ich sogar im ersten Teil. Okay. Ja, ja. Hey, nice, ich habe ein Seil gefunden, das ist viel wert. Da könnte ich mir eigentlich mal eine Rüstung machen. Wobei die Rüstung, ich weiß nicht, ich mache die und bin Zündisse weg. Ich. Oh! Hm? Oh, ja, nee. Alles gut. Jetzt habe ich gedacht, ich habe aus Versehen was gegessen. War nicht so. Ja, ich tue mal ein bisschen die ganzen Sachen ein bisschen. Oh, da ist nochmal ein Grab. Kann ich hier schaufeln? Ah, da ist ein Schaufelsymbol. Die rennt uns hinterher. Das bräuchte man hier. Kann man diese Farbsymbole eigentlich wieder machen? Oh, hier kann man überall schaufeln. Hier sind mehrere Gräber. Ich weiß nicht, ob man da Symbole auf der Map machen kann, weil ich habe noch nicht erlebt, dass man das Handy... Also mit Stock und Stoff kann man ja nur eine Fackel machen, glaube ich, ne? Stimmt, das war, das war so ein Marker, ne? Das war so ein Marker, den man machen konnte. Hm. Stimmt, das war ja ein Marker. Kann man irgendwie mit dem GPS... Nee, ich glaube Marker habe ich noch keinen. Nur Vogelscheuche, Wege, Pfade. Aber die Marker, die waren geil. Stimmt, die habe ich total vergessen, ehrlich gesagt. Hm. Überleg grad... Ich tue gerade ein bisschen rumprobieren, aber ich kann. Wow, 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 B. Ach Mann, ey. Misty. Ich habe gerade geschaut, ob man irgendwie ein Rezept sieht für eine Schaufel. Komm, wir gehen einfach mal weiter. Ich glaube, eine Schaufel musst du wahrscheinlich schon finden. Oh, hier sind wieder Bären. Nice. Ich pflück mal welche. Du kannst nicht mehr tragen, verdammte Axt. Dann essen. Let's do it. Futtern. Lass die Frau in Ruhe! Lass meine Freundin in Ruhe, du Mother kind of shit. Ich esse mal dabei ein paar Bären. Ich bin tot. Ich krieg's nicht hin. Die hauen immer in der perfekten Millisekunde. Dort, du bist komplett weg. Ja, ich bin tot. Hab ich doch gesagt. Ich hab dich... Oh nein. Tust du jetzt respawnen, oder... Aber ich glaube im Lager von denen. Moment. Du bist komplett despawned. Alter, musst du mich jetzt retten? Weil ich hänge hier an einem Baum und vor mir ist so eine Eingeborene. Und die guckt mich an. Ah, lol, da hinten ist ein... Moment, wie weit bist du denn weg? Warte, ich muss... Ah, ich sehe dich auf der Map. Warte, ich muss hier mal E drücken und mich... Lol, die haben mich echt gefesselt, aber ich habe mich befreien können anscheinend. Das Problem ist... Ich hab dich, glaube ich, erwischt während dem Fighten und dann habe ich dich wahrscheinlich gekillt. Du hast mich gekillt, das ist schön.
despawnst du einfach da vor mir. Hast du noch? Leck mich doch am Arsch! Du blöde Schnäpfe! Ich bin da. Ja. Ah, ich bin wieder fast tot. Oh shit. Oh! Ja, aber die hier ist viel, viel geiles Zeug, muss man sagen. War das gar nicht so weit weg, oder? Oh, das ist Medizin. Ne. Nice. Boah, wie viel der aushält. Och man, das ist so dämlich gemacht, das Ganze. Ich muss einmal mit Medic nehmen. Hm. Okay, Blut, Därme. Oh, Konserven collected. Ah, diese Holzkisten kann man wieder kaputt machen. Ah, Stoff. Nice. Wo ist Stoff? Ich mag auch Stoff. Oh, da hat. Oh, Schädel. Irgendwas anders. Hier ein paar Schädel. Ja, gut. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? War das gar nicht so weit weg, oder? Nö, nö. Oh Mann, was ist denn? Komm. Dreh nochmal um. Naja, ich jetzt auch nochmal. Nice, ich hab wieder eine Folie. Nice. Das ist wichtig. Ah, da ist nochmal ein Seil. Sehr schön. Eigentlich sogar cool, dass ich eigentlich verreckt bin, weil jetzt haben wir hier mal so ein schönes Ding, wo man ein bisschen looten kann. Jo. Toll. Oh. Ja, passt. Bin gar nicht mehr so doof. Natürlich ein bisschen bitter, dass ich gestorben bin, aber die sind so schwer, finde ich, zu fighten. Ich krieg's nicht hin, dass du das hinbekommst. Die treffen mich wirklich bei jedem Schlag. Ich block die ganze Zeit. Bei mir kommen sie gar nicht so richtig zum Schlagen, muss ich sagen. Ich hau da einfach drauf. Ja, aber genau wenn ich auch so denke, hau ich und bam, bam. Und dann hauen sie wirklich in der hundertstel Sekunde, wo ich aushole, schlagen sie mich immer. Die hat gerade ihren Mann beweint. Die hat gerade geheult. Okay, krass. Die war gerade über seiner Leiche und hat geheult. So, jetzt bist du bei ihm. Sehr schön. Ja, du bist nett. Finde ich schon super nett, was du gemacht hast. Alt wieder vereint. Aber ich muss zugeben, jetzt habe ich ziemlich viel Seil. Ich gucke gerade, ob ich mal vielleicht ein paar Knochenrüstungen machen kann. Braucht man für die Knochen noch so? Braucht man das Stoff? Seil und Kleber. Tragen. Aber ich habe jetzt keinen Kleber mehr. Oh, echt jetzt? Boah, ist das lästig. Brombeeren. Ah, die kann ich safe essen. Die esse ich mal. Lachsbeeren weiß ich nicht. Igelkraftwurzeln traue ich mich auch nicht so richtig. Ja, komm. Zack. So. Ja, an den Armen habe ich ein bisschen was. Oh, habe ich sonst noch was? Ah, an beiden Armen habe ich was. Du hast nur einen Arm. Alles klärchen. Alles klärchen, Papaschen. Dann würde ich weiter sagen, einfach weiter zum Strand. Der ist ja gar nicht nur weit weg. Der muss ja hier. Ich möchte diesen Fleischklops da mitnehmen. Sieht sehr nahrhaft aus. Bleib da. Kann man schön runtergehen. Sehr praktisch. Also gegen die Krabbelfiecher lege ich mich nicht mehr an. Also da kannst immer schöner rufe ich dich und ich warte, bis du die gekillt hast. Kein Bock mehr gegen die zu fighten. Ist man noch richtig unterwegs? Ich glaub schon. Ja, so ungefähr. Schöner Wald. Richtig viel zu sammeln gibt's aber irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. Es kommt drauf an, also da überall mal Pilze und so. Mal ein bisschen auf den Boden schauen irgendwie. Oh, das hat's wieder geruckelt. Ja, bei mir auch. Mini-Ruckler. So. Aber da haben anscheinend schon viele gejammert, dass die Performance nicht so geil ist. Aber es ist noch ein Early Access, also darf man da nicht zu hartnäckig sein. Zu hart sein. Mit dem Game.
Dass es hier so Wege gibt, finde ich eigentlich ganz nice, muss ich zugeben. Oh, ein Hase! Oh nein, oh nein. Oh, hör doch auf. Ich wollte gerade einen Hasen jagen. Was ist nochmal hier? Erstmal schnell. Unterwegs, immer so ein Mini-Snack ist immer ganz wichtig. Wenn man schon die Wahl hat, die Möglichkeit hat. So, ich höre schon Gewässer. Oh, hier sind noch mehr. Mm, lecker. Naja. Ah, da hinten ist wieder ein Hase. Ich glaube, ich. Wo ist der Hase hin? Das mal, bevor es schlecht wird. Naja, oh, hinter aber uns! Da war ein Bösi. Da war ein Krabbelfiech. Schauen wir mal zum Rand. Aber so richtig, wenn du Bärenfutter hast, irgendwie geht meine Essensleiste nicht so richtig hoch, muss ich zugeben. Ich sehe nicht, die Bären bringen leider nicht so viel. Finde ich aber gar nicht mal so doof, weil das war immer schon übertrieben. Wenn du so eine Tasche voller Bären hattest, konntest du dich eigentlich immer voll futtern. Bei ja. Ersten Teil. Und auch das war ja auch gut für die, sogar fürs Trinken, ne? Das ist ein sehr großer Strand, muss ich sagen. Also ja. So für einen Partystrand wäre das schon was, du. Da passen genug Jugendliche drauf. Bräuchte nur noch ein paar mehr Leute hier auf der Insel. Also, genug Leute gibt es wahrscheinlich. So, Schildkröti. Was liegt da? Legen wir Eimer. Stein. Ja, hier ist wohl nicht so viel. So viel zu dem Punkt, dass wir hier Schildkröten oder irgendwas finden. Na, da sind die Orcas. Kann man da irgendwas machen? Da liegt eine Weste. Oh, oh mein Gott, das ist eine Kinderweste, ne? Ja, da hat wohl irgendwie jemanden verspeist. Wer hat wen verspeist? Der Orca hat, glaube ich, irgendeinen Menschen verspeist. Oh, da liegen die Orcas. Das ist ein Fisch. Ach so, ja, gehe ich auch davon aus. Eigentlich voll die schönen Tiere. Ah, Style. Sehr schön. Hier ist ein Schuh. Okay. Ein Seil, sehr schön. Schildkröti, wo bist du? Digga. Lol, du hinterlässt in diesem Ding Fußabdrücke im Sand. Das ist ja mal detailverliebt. Stimmt, die sieht man auf den ersten Blick gar nicht. Nee, gar nicht. Ist mir so. Ich bin nicht hinterher so gelaufen. Realistisch. Ich laufe dir so hinterher und denke mir, hä? Sind das Fußabdrücke oder was? Krass. Und dann bin ich rückwärts gelaufen und dann. Weil die sind nicht so typisch in komischen Spielen, wo sie so richtig sichtbar sind, sondern echt realistisch gehalten. Also. Ja. Gibt's doch jetzt nicht, dass hier kein einziger fucking Schildkröte ist. Tote Fische sind hier überall. Na. Ah, da drüben ist doch vielleicht irgendwas. Ah ja, hier, die Scheine an. Möwenkopf. Oh, Boot. Das Boot würde ich gerne. Ja, das wäre ganz nice. Eine Machete. Oh, nice. Machete nehme ich. Was ist da drin? Granate. C4, Granate. Ein Möhr, ja. Hallo, leben Sie noch? Was ist das? Schrotflintenaufsatz. Ach, Kleber, dann kann ich mir nochmal ein Ding machen. Oh, viel Klebebänder hier. Nice.
Und eine Folie. Oh ja. Oh ja. Oh, und Medizin. Und oh, geil. Oh, das ist hier ein Träumchen. Richtig nice. Richtig. Ich speichere hier gleich mal. Ich speichere auch mal. Nice. Sehr schön. Oh, da gehe ich aber gleich ins Menü. Ne? Wenn du einmal zu lange auf I drauf bleibst, ey. Meine Güte. So, dann kann ich eigentlich direkt mit meinem Knochen. Ich sehe gerade, unser Knochenbehälter ist, glaube ich, wirklich verbuggt, weil bei uns steht bei mir 115 von 5 Knochen gesammelt. Oh ja. Ich glaube, ich habe wirklich da alle Knochen doch reinstecken können. Hast du Knochen für mich? Weil ich habe keine Knochen mehr. Ich habe 115 Stück, ja. Also 115 Stück. Dann gib mal ein paar her hier. Bin ich jetzt. Ach so, Silent, genau. Dann können wir das gleich mal ausprobieren, wie das geht. Mit dem. Übergeben wir, ne? Das passt auch. Und zwar, muss ich das jetzt auch öffnen oder reicht das? Ne, okay. Ich glaube, ich kann. Warte, wenn ich jetzt R drücke, kann ich durchschalten. Ah, ich kann durchschalten, okay. Ist das? Nee. Muss ich jetzt auch E drücken? Nee, ne? Okay, das ist jetzt irgendwie Käse. Ich kann dir zwar die Schädel geben, aber ich kann dir keine Knochen geben. Hast du keine Knochen mehr? Aber ich sehe aber auch keine Knochen, muss ich zugeben. Schädel. Ja, ich sehe auch nur die Schädel, Lederbeutel, Folie, aber keine Knochen. Nee, ich kann dir keine Knochen geben, ne? Dann lass einfach fallen. Machen wir es altmodisch, lass einfach fallen. Glück gesagt, wie lasse ich die denn fallen? Warte mal. Die Hand nehmen und G drücken. Nee, da steckst du es ja weg, ne? H? Nee. Das weiß ich exakt jetzt auch nicht. Was ist, wenn ich was in so ein Ding in die Hand nehme und dann ausrüsten? Und wenn ich jetzt das so mache? Das Einzige, was wir jetzt mal weitergeben wollen, geht nicht. Ist das denn scheiß ernst? Als ob. Wie dämlich. Na gut. Scheiß drauf. Egal. Macht nix. Kommt vor. Irgendein Lederbeutel, das mache ich mal öffnen. Was machen wir eine Folie? Wie, ich bin voll. Als ob ich voll bin. Diesen scheiß Stein entfernen ihn halt. Medic. Weitest du? Ne, ich wollte eigentlich gerade eine Möwe killen, aber wollte nicht. Trinken. Ich brauche noch Essen. So eine Notfallration mit Essen. Was ist denn das eigentlich? Genau. Pfeile herrscht. Oh nein, warte. Ach, jetzt habe ich wieder einen Fehler gemacht. Was machst du denn so Schönes? Ich bin im Menü und wollte gerade noch ein paar Pfeile herstellen. Aber so richtig dieser Rucksack, der macht mich ein bisschen irre. Ja, aber Seil und Stoff ist, glaube ich, wieder so Mangelware irgendwie. Ja, ich habe auch das Gefühl. Weil ich will jetzt auch nicht alles verbrauchen an Seil und so. Man weiß ja nie. So. Hier von denen, 1, 2, 3, 4 und dann noch 2 Federn. Also an dem Strand ist ja auch eine Höhle. Wollen wir einfach mal in diese Höhle dann gehen? Können wir machen. Na, aber es ist nicht ganz umsonst irgendwie. Wieso ich jetzt... Lol, die Machete, die ist ja mal winzig. Die ist wirklich winzig.
Die sind genauso wie groß ein Messer, wie die Messer, ja. Eigentlich schon, ja. Ja, ich probier's mal aus. Ja, ich hab's auch in der Hand, ja, zwei. Anscheinend kann man ja schneller hacken. Das ist das Geile. Ja. Dass er die Machete überhaupt mit zwei Händen greift. Ja, bei mir nur mit einer. Achso, ja, also wenn er schlägt, da ist nur eine. Ja, aber ja, beim Tragen halt. Kann ich diese Muschel aufhacken? Krieg ich da Austern oder so? Nee, geht nicht. Wo wäre denn eigentlich diese Höhle? Auf der anderen Seite vom Strand. Jo. Okay. Oh Mann, den ganzen Käse wieder hinterlaufen. Oh no. Aber okay. Der Strand sieht eigentlich cool aus, weil da diese ganze Seegras und sowas da liegt. Sehr schick aus. Ja, das stimmt, aber sonst ist er trotzdem sehr leer. Also, ich glaube, wir werden hier nie wieder herkommen, so richtig. Nee. Sollen wir mal versuchen, mal bei den Orcas? Eigentlich will ich es nicht, aber ich muss es tun. Gut, die sind ja tot, ich glaube. Sollte man nicht essen. Ja, bei dem ersten Teil konnte man noch beim Hai den Kopf abschlagen. Aber ich krieg's da nicht hin. Ach so, stimmt, ne? Na gut. Ja, geht nicht, anscheinend. Wie lange es wohl dauert, bis die Tierschutzorganisation da sagt, nee, die wollen wir nicht im Spiel haben, dass die da tot liegen. Oh, die jammern doch wegen jeden Scheiß. Also, ich meine, ich bin auch pro Tier, ne? Ich liebe Tiere und auch Orcas sind auch so mitunter die schönsten Tiere weltweit, finde ich. Und die faszinierendsten Tiere, aber es ist immer noch nur ein Spiel. Weißt du, wie ich meine? Ich kann halt, ja, ich kann das halt unterscheiden, ne? Aber manchmal diese Tierschutzorganisationen, die können das nicht unterscheiden. Die jammern dann in Filmen und in Spielen, dass irgendwelche Tiere sterben. Zu Menschen killen ist schon in Ordnung, aber ja, hey, aber genau, Tiere, so ungefähr. Ja. Ja, gut, aber man muss auch sagen, bei Filmen ist es auch so, dass man mit irgendeinem Hund mehr mitfiebert als wie mit einem Menschen. Oh. Das stimmt. Ja, gut. Ja, Mensch gestorben. Egal. Das ist aber dann, das ist, nein, nicht der Hund. Das stimmt. Aber dann ist es, das ist doch schon ist gut, wollte ich sagen. Aber ja, weiß nicht. Menschen sind mir grundsätzlich fast egal, Tiere nicht. Wo ist denn diese fucking Höhle? Da hinten vielleicht. Ist das die Höhle? Ja. Die Schädel kann ich wieder nicht aufheben. Ich geh mal rein. Jo, geh dann mal rein. Komm ich hier rein? Hallo? Komm ich hier rein? Ja, du musst das unten erst kaputt machen, oder? Da ist noch ein Holz gewesen, ja. So, let's do it! Da musst du erst. Oh, schick. Was ist hier denn? Boah, kann man diese Lampe mitnehmen? Bitte, sagt ja. Boah, zu früh gefreut. Man kann es nur ein- und ausschalten. Leuchtfackel, okay. Kann man den Laptop kaputt machen? Jawoll. Jetzt lernt man noch alles. So, ich komme rein. Lufttank. Oh, ich glaube, es gibt wieder Taucherausrüstung, eventuell. Und da kommt wieder dieser. Ich finde das lustig, dass im zweiten Teil immer noch das beim Reingehen, dass es ruckelt. Ja. Ja. Ah, hier gibt es wieder was zum Lesen. Puffkorb. Was ist Puffkorb? Bits Sahara Therapistics for Remote Island. Munition collected. Location of Island is still unknown. Nervt mich schon wieder, dass hier so ein LED-Strahler ist und wir den nicht mitnehmen können. Das ärgert mich schon wieder. Wie im ersten Teil. Aber immerhin kann man im zweiten Teil schon mal an- und ausschalten. Puffcorp Outbits Sahara Therapeutics for a Remote Island. Kannst du die Schrift lesen? Also die kleine, links im Text? Ich hab's schon weggetan. So. Weil das bei mir eigentlich nur schwarze Linien kann jetzt aber. Habe ich Motion Blow an oder was? Das ist komisch hier. Nein. Also ich habe hier alles eingesammelt. Ganzen Mainboards und so.
Frameboards. Was gibt's denn alles? Ich habe eigentlich auch schon einiges eingesammelt, aber. Also auf diese Laptops halt draufhauen, dann kommen da immer so Mainboards. Auf welche Laptops? Ach, die? Das ist das Beispiel, den ich kaputt gemacht habe. Aber eigentlich müsste es bei dir. Du musst auch nochmal draufhauen? Ja. Oh, okay. Sind nur zwei Laptops. Jo. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ein paar Schädelchen. Da wird's wieder hell. Ich finde es aber, muss ich zugeben, cool, dass es Änderungen, ach so, anders, oh, kleine Änderungen gemacht haben, wie das Feuerzeug. Finde ich sehr nice. Ja. Sind so Kleinigkeiten. Dass man hier das Zeug an- und ausschalten kann. Weiß nicht, ob das so gut ist, dass wir hier sind. Mit der Musik gerade. Ich habe keine Musik. Was ein Rrrr bei mir ist. War keine direkte Musik, das war nur so ein Sound. Boah, ich habe so Angst, dass hier gleich irgendwie so ein fucking Mutant vor uns steht. Ja, ich habe auch Angst. Aber dafür bin ich halt noch nicht ausgerüstet. Und ist wieder hell. Oh, sieht nice aus. Das würde ich gern mitnehmen. Leute, wer nimmt denn so ein Ding? Okay, mit in die Höhle. Kann man die Dinger eigentlich kaputt machen? Oh, der gehört zu uns, oder? Ja, die anderen vorhin, glaube ich, auch. Ja. Ah, da hängt was runter. Oh, das ist wieder Klipperzeug. Ja, da ist ein was. Ich höre was. Oh, fuck. Digga. Voll erschrocken. Oh, sorry. Oh shit, das aufpassen mit Fight. Oh, das ist ein Mutant, oder? Okay, ich verpiss mich, ciao. Der hat irgendwie komisch ausgeschaut, das Viech. Da, wo ist mein Bogen hin? Warte. Das sieht eklig aus. Give me cover. Ich glaube, einer ist tot. Alle in dem Licht, das sieht so sehr schön. Nice. Komm schon. Hast einen schönen Header gemacht bei dem Viech. Der bewegt sich nicht viel, ha? Huh? Lol, ich kann den. Boah, halten. Lol! Ah, ich glaube, ich ist tot. Okay, dann war der gar nicht mehr so krass. Die Pfeile lasse ich mal stecken. Oh, Vorsicht, das ist meiner. Also kein Mutant, aber der ist sauschnell, der Typ. Au. Nice, hast du gut gemacht. Da ist noch einer. Oh, ja, wieder ein Mutant. Was Großes. Jo. Ich habe keine Pfeile mehr, mein Problem. Was mich interessiert, was habe ich dem jetzt abgeschnitten? Ich jetzt echt mal sehen. Gab's nicht eine Mutantenrüstung sowas in der Richtung? Beim ersten Teil? Ja, aber ich habe es jetzt bei den normalen Viechern irgendwas abgeschnitten. Die konnte man wie beim Mutantenrüstung tragen. Nice. Zack. Dann kill den auch mal bitte. Wie gesagt, das war beim kleinen Viech. Das kommt ab, bei dem großen Viech konnte ich nichts aufschneiden. Kannst du dir die Pfeile da nicht holen? Ja, ich sehe sie nicht. Ich traue mich nicht näher ran. Bei dem Viechzeug. Links ist noch ein Mutant. Zwei Mutanten. Oh doch, bei dem Mutanten kann man doch was abschneiden noch. Welchen Mutanten denn?
Wow. Oh, shit. Oh, die Stimmung ist schon geil. Noch ein Mutant. Drei Mutanten jetzt, oder was? Hört gar nicht mehr auf. Gib mir mal die ganzen Pfeile zurück. Danke, danke, danke. Wow, what the fucking... Die machen schon nicht wenig Damage. Ja. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Das ist natürlich jetzt belastet. Weil Molotow-Cocktail wird halt nichts bringen, weil hier halt Wasser ist. Ja, das denke ich mir halt auch, aber wenn du ihn direkt erwischst. Boah. Lol, falsche Richtung gerannt. Naja, zuvor, oder? Brennt nicht mehr, oder? Der hält viel aus, leck mich doch am Arsch. Dass der eine so schnell down war, wundert mich eigentlich. Jawohl. Jetzt ist er tot. Kannst du mit dem was looten, Alter? Oh oh. Ich bin gerade im Animation. Oh shit. Oh, lol, wie er das so in dem Licht steht. Der Motherfucker weiß ganz genau, wo er sich hinstellen muss. Er ist einfach wirklich so. Die Stimmung ist mega. Will ich mal anziehen. Zack. Mit dem Menü, da bin ich manchmal noch ein bisschen so überfordert. Wo ist denn die Mutantenrüstung? Ist das die da hinten, ey? Ganz rechts. Ja, da, ja. Unten. Boah, aber so früh im Spiel schon so viele Mutanten ist das. Ja gut, das sind halt in der Höhle. Nicht so ultimativ starke Viecher, sag ich mal. Ein paar Hits habe ich gegeben. Aber getroffen werden sollte man es doch. Hallo, hier sind wir. Wo springst du hin? Einer. Nice. Ah, auch tot. Haben wir noch einen vor uns. Vorsicht, Vorsicht! Ja, ich bin gerade mit Animation. Oh shit. Er ist tot. Nice. Kleine Nummer, leider. Komm, give it to me. Alter, diese Animationen hier. So. Okay, dann gleich ran damit. Hat sich schon gelohnt, finde ich. Komm, jetzt muss hier aber auch was Besonderes sein hier hinten, ne? Wie viele Viecher wir hier gekillt haben? Wo sind die anderen eigentlich? Meine Pfeile und so sind alle weg irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja, irgendwie kann ich leider nicht bei allen jetzt irgendwie was abholen. Ne, ist ein bisschen verpackt. Schade. Ah, das sind irgendwie... Das sind das auch schon Mutanten, oder was? Ach so, okay, also wir können nicht beide das ablooten. Okay, das ist schade. Achso, aber ich habe bei dem, wo du abgelootet hast, habe ich aber auch abgelootet. Habe ich auch die Animation gemacht. Ist gerade verschwunden, das Symbol, das geht jetzt nicht mehr. Ja, wir haben doch vorhin auch übereinander die Animation gemacht und so. Das ist ein bisschen kurios. Boah, Alter. Ach, wir müssen es gleichzeitig machen, glaube ich, dann geht's. Schade, ich habe keine. So, lol, Moment, doch, die Knochen müsste ich ja eigentlich alle aufsammeln. Ich habe ja keine mehr. Kann ich mir mal wieder eine Knochenrüstung zusätzlich machen? Okay, also es geht hier hin. Okay, alles gut. 1, 2, 3, 4 waren das, glaube ich. Dann ein so ein Ding und ein Seil, ne? Dann habe ich mir noch eine Knochenrüstung drauf. Let's go. Dann habe ich mir noch eine Knochenrüstung drauf. 1, 2, 3, 4. Lol, wir hatten ja Granaten. Ein Klebeband und ein Seil. Oh, fehlt. Stimmt, wir haben ja Granaten. Aber ich weiß nicht, ob ich die schon an denen verschwenden will, so richtig. Weißt du, wie ich meine? Ja. Eins, zwei, drei, vier.
Ein Seil und ein Kleb. Nice. Wie habe ich noch? 3 Stück. Dann nehmen wir ein paar Knochen. Also die Knochen sind gerade geil, muss ich ehrlich zugeben. Hä? Essen? Was essen? Wir haben gerade das Essenzeichen. Servus, Mr. Crabble, na? Alles wurde schon gemacht. Ja, Hallöchen. So, apropos. Die Folge wäre dann eigentlich vorbei. Auf YouTube die Folge. 1, 2, 3, 4. Ich möchte. Und. Alter, ich bin gleich voll mit Rüstungen. Voll geil. Na, ich habe leider zu viel verloren. 1, 2, 3, 4. So. Achso, ich habe kein Seil mehr. Schade. Schade, schade, ja, schade. Die guten alten Zeiten. War schon cool. So, meine Rüstung, wie schaue ich aus? Bin fast voll, mir fehlen nur 2 Dinger. Ja, da ist so ein bisschen Knochen, da unten hast du ein bisschen Fleischfetzen dran. Ja, genau. 2 Mutanten, ein paar bisschen Mutantenrüstung und ein bisschen. Also 4-4, stimmt. Also das könntest du erstmal, wenn du möchtest. Aha, mach ich. Danke dir. So, aber wenn wir gerade im Feuer sind, würde ich mal kurz die Folge beenden auf YouTube und dann einfach die nächste direkt weitermachen. Yo. Dann bedanke mich auf YouTube da natürlich. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat nicht so gestört, dass Folge theoretisch 3 bis 5 leider abhanden gekommen sind, aber da ist ja nicht viel passiert und in dieser Folge ist ja einiges passiert mit Höhle und so. Und deswegen danke fürs Zuschauen. Hoffentlich bis zur nächsten Folge. Ciao.